Hallo, hier ist der Ralf von Jordeland. Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen verkniffe wirke, aber die Sonne blendet hier etwas auf mich und meinen Tarp. Also, heute geht es um dieses Tarp hier im Hintergrund. Das habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Da sind wir schon eine ganze Weile dran an der Entwicklung. Wir hatten auch die erste Kleinserie produziert, die hat auch ein sehr wohlwollendes Feedback von euch bekommen. Ihr wart sehr zufrieden mit dem Material, seiner Verarbeitung und wie wir das Tarp konfektioniert haben. Ich denke, das Alleinstellungsmerkmal sind die 25 Abspannpunkte, die sich um und über das Tarp verteilen. Wir haben nur festgestellt, dass wir in der Serieproduktion in der Näherei damit nicht wirklich zurechtkommen, beziehungsweise nicht so zurechtkommen, dass es ein wirtschaftliches, dass dieses Tarp auch ein wirtschaftlicher Erfolg sein kann. Das liegt zum einen daran, dass diese 25 Riegel, die aufgenäht sind, oder diese 25 Schlaufe, die aufgenäht sind, die werden verriegelt. Das ist ein spezieller Stich, um Gurte auf Stoff anzunähen. Und ihr müsst euch vorstellen, bei dieser Produktion, da wird ein X und ein Rahmen außenrum in den Gurt reingenäht. Bei 25 Schlaufe sind es 50 Riegel. Ich muss das Ganze 50 Mal, muss ich das komplette Tarp mit 3x3 Meter muss ich drehen und diesen Riegel aufnähen. Das erfordert sehr viel Zeit. Und wenn ich das an einem deutschen Standort mache und deutsche Löhne rechnen muss, dann wird das Tarp nachher für euch nicht mehr bezahlbar sein. Jetzt hat Tortuga, wo wir momentan gerade dran sind, dieses Tarp weiterzuentwickeln, in einen Riegelautomat investiert. Das vereinfacht die Sache schon mal, weil ich diese Riegel am Stück nähen kann. Das heißt, ich muss dazu die ganze Plane immer drehen. Es bleiben immer noch diese bald 50 Riegel, die ich nähen muss, aber ich muss nicht jedes Mal dieses Tarp drehen. So ganz glücklich sind wir dennoch nicht, weil Tortuga hat jetzt einen Weg gefunden, wie man dieses Tarp zumindest vom Verkaufspreis, ich sage es mal, unter 350 Euro kriege. Das ist immer noch eine stolze Summe. Aber ich bin momentan von der Stabilität her jetzt nicht mehr zufrieden, weil diese Riegel nur noch in die Applikationen eingenäht sind und dann die Applikation mitsamt Schlaufe und Riegel auf die Plane drauf kommt. Das scheint mir tatsächlich auf der Fläche völlig in Ordnung zu sein, weil da habe ich Punkte, wo ich, da geht es nicht darum, Last auf dieses Tarp zu bringen, sondern da geht es darum, Raum zu gewinnen im Tarp. Das heißt, ich ziehe bei den unterschiedlichen Konstruktionen, die ich bauen kann, damit die Plane nach außen. Da kann eine gewisse Windlast drauf kommen, aber das hält diese vierseitig vernähte Applikation mit der Schlaufe, das hält die gut auf. Während im Randbereich habe ich jetzt festgestellt, auch da hat Tortuga bisher die Riegel durchgenäht gehabt. Und jetzt in dem aktuellen Prototyp, den wir haben, sind sie auch nur aufgesetzt. Und da glaube ich, dass die Statik, gerade wenn richtig Zug drauf kommt, wenn Last drauf kommt, wenn der Wind drauf kommt, dass es so nicht funktionieren kann. Es sieht super aus hier, es ist handwerklich top vernäht. Die Näherei macht da wirklich einen guten Job. Aber wie gesagt, wir hirnen noch an der Konstruktion rum, was wir jetzt hier verbessern, aber auch vereinfachen können, dass wir in ein Preis-Leistungsverhältnis kommen, was auch vertretbar ist für ein Tarp in dieser Größe. Deswegen die Frage an euch. Also die eine Überlegung, die ich jetzt hatte, braucht es diese 25 Abspannpunkte? Oder würde mir auch mit 19 Abspannpunkte hinkommen? Das hieße, dass mir außenrum jeweils die entsprechende Schlaufe hätte und dann einmal über Kreuz die Schlaufe. Aber in vier Mittelfelder quasi würde man dann auf die Schlaufe verzichten. Ich zeige euch das nachher, glaube ich, gleich nochmal. Dann ist eure Einschätzung, was die Methode des Verriegelns angeht. Ihr seht hier diesen Aufbau.
wie er sich abspannt. Ich habe jetzt also wirklich auch mit Gewalt gezogen. Ich habe extra darauf verzichtet, eine Fischleine einzuspannen, an der dieses Tarp hängt, sondern ich habe es tatsächlich über zwei Abspannpunkte nach außen straff abgespannt. Was denkt ihr zu der Methode, wie das Tarp vernäht ist? Würdet ihr es einfach mal ausprobieren, wie sich das in der Praxis so gibt? Oder würdet ihr sagen, nein, es muss zumindest am Rand müsste diese Riegel durchvernäht sein durch die ganze Plane? Das sind eben zwei spannende Fragen, die nachher tatsächlich auch in der Preis eingehen wäre. Und ja, jetzt gucken wir uns die Details einfach noch an. Hier sieht man also schön, wie das Dreieck hier rausgezogen wird aus dem Stoff. Das ist statisch völlig in Ordnung. Ich habe hier auch einen Modszug jetzt drauf gegeben und habe dann quasi auf die Firstleine verzichtet und da tatsächlich über diese zwei Punkte abgespannt, weil ich denke, das ist tatsächlich die kritischste Anwendung bei so einem Tarp, dass da, wenn ich hier über diese Punkte Last draufbringe und der Wind zerrt, die müsse tatsächlich halten. Ja, und hier seht ihr jetzt zwei von diesen vier Punkte, wo ich im Überlege bin, ob man sich die sparen kann, wenn man hier eben diese drei Abspannungen hier sieht in der Mitte. Der ganz in der Mitte, der muss auf jeden Fall bleiben, den brauche ich für verschiedene Konstruktionen. Und dann jeweils links und rechts in der Mitte, auf die zwei könnte man eventuell verzichten, weil ich die nicht für, oder die brauche ich für die wenigste Konstruktionsform, die ich bauen möchte. Sie machen bei einigen geschlossenen Varianten durchaus Sinn. Aber wie gesagt, es geht halt einfach ins Geld, diese viele, viele, viele Nähte. Von daher, was ist eure Meinung? Würdet ihr sie lassen oder würdet ihr sie wegnehmen? Das wäre einer der Kandidaten, die mir eventuell sparen könnte an der Plan, aber gerade wenn ich hier die Gelegenheit habe, da rauszuziehen, dann gewinne ich halt unheimlich an Platz in dieser Konstruktion, weil ich da gerade in dem Bereich, wo ich mich aufhalte, nochmal einfach Raum erzeugen kann. Seht, wie ich hier Raum gewinne, wo die Plane nach außen rückt, wenn ich diesen Abspannpunkt habe, wo ich noch mal ein Stück einfach ziehen kann, wo ich nach außen abspannen kann. Und damit, gerade wenn ich mit mehreren Leuten hier drunter sitzen will, tatsächlich auch im Randbereich hier noch eine gute Sitzhöhe halt auch hinbringen. Also, ich freue mich über euer Feedback zu diesen Veränderungen, die mir jetzt mit diesem Prototyp am Testen sind. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Gebt uns Rückmeldung. Und ja, diskutiert nicht über diese Farbe. Das Rot ist einfach ein Stück Stoff, was uns zur Verfügung stand, wo man gesagt hat, das nehmen wir jetzt einfach. Das sieht auch schön aus hier in der Landschaft. Wir haben auch mit der Rover von der Pfadfinder auch eine Altersstufe, die diese Farbe als ihr Markenzeichen hat. Aber es wird in der ersten Serie, die wir jetzt planen, wird es die Farbe Braun-Oliv sein, wie auch unsere Biwaksäcke. Also, Ring frei für eure Meinung. Ich freue mich, wenn eure Punkte mit in die Entwicklung einfließen können. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Ralf von Jodeland.